Ein stummer Schrei nach Aufmerksamkeit oder eine mutige Abrechnung. Liebe Michelle Hunziker, was haben die Leute für ein Bild von dir? Schön, reich, begehrt, erfolgreich, wunderbares Mami. Immer bist du am Strahlen. Mit deiner Familie, mit dem Mann Tommaso. Immer lachen, man kennt das also an dir, Belle Michelle. Du hast aber eine ganz andere Zeit gehabt, nämlich 6 Jahre angefangen in einer Sekte. Heute erscheint deine Biografie ein scheinbar perfektes Leben. Da rechnest du gnadenlos ab. Du erzählst darüber, du musst auf Sex verzichten. Du hast nicht einmal daran denken, weil das sind animalische Triebe, Selbstbefriedigung. Auch über das redest du, dass dir das alles verboten worden ist. Keine Pizza, kein Sex, kein Zucker, kein Mehl, kein gar nichts. Nur rumgelaufen in weissen Kleidern, die sogenannte Reinheit. Natürlich gibt es jetzt einige, die sich fragen, stummer Schrei nach Aufmerksamkeit oder eine mutige Abrechnung. Es hat dich nicht nur 2 Millionen Franken gekostet, die Zeit in der Sekte, sondern auch die Ehe mit dem Eros. Dass du damit an die Öffentlichkeit gehst, damit du eben sagst, das, was so viele das Gefühl haben, dass du ein perfektes Leben lebst, ist scheinbar. Und du klagst nicht einfach nur an, du sagst auch, verantwortungsvoll, wie du bist, du sagst auch, ich hätte Nein sagen können. Das ist dir damals aber nicht gelungen. Dank deiner Liebe zu deiner Tochter Aurora, die gesagt hat, ich will die Mutter zurück, die ich hatte, hast du den Ausstieg geschafft. Ich finde das unglaublich toll, dass du mit dieser ganzen Ehrlichkeit, mit dieser ganzen Offenheit dich äußerst ein Buch dazu machst. Ich muss sagen, und das schmeiße ich nicht, das lege ich schön wieder zurück. Hut ab für so viel Mut.